Hallo, heute gibt es meinen Lesemonat März. Das erste Buch, das ich beendet hatte, war eine Graphic Novel, und zwar Frida von Perret und Lacombe. Es geht hier um das Leben von Frida Kahlo und das Buch wurde unterteilt in 9 Kapitel. Jedes Kapitel steht für einen Abschnitt in Fridas Leben, der sie sehr beeinflusst und geprägt hat, wie beispielsweise ihr Unfall, die Liebe, ihre Fehlgeburt und so weiter. Der Aufbau gefiel mir also sehr, sehr gut. Wie es natürlich so ist, bei einer Graphic Novel stehen ja auch die Illustrationen im Vordergrund und die Zeichnungen sind unverkennbar Lacombe. Was mir aber auch sehr gefiel, war, dass Lacombe hier Fridas Bilder als Vorlage nutzt. Es lohnt sich auf jeden Fall auch, sich die Erklärungen Lacombes dazu am Ende des Buches durchzulesen. Das war auch sehr interessant. Dieses Buch besticht aber nicht nur durch die Zeichnungen allein, sondern es gibt ja auch sehr viele Schnitte oder Ausstanzungen. Künstlerisch war das sicherlich eine zusätzliche Herausforderung. Für mich als Leser war es umso schöner, sich diese Graphic Novel anzuschauen. Das war mal etwas Neues für mich zumindest. Eine sehr filigrane Graphic Novel, ausgesprochen schön. Es lohnt sich, sich Zeit beim Lesen und beim Betrachten zu lassen. Eine allzu umfassende Biografie sollte man hier natürlich nicht erwarten. Das ist eine Graphic Novel. Ich finde aber, es gibt einen sehr guten Einblick in Frida Kahlos Leben als Künstlerin und auch als Mensch, als Privatperson. Wer sich also zum ersten Mal mit Kahlos Leben beschäftigen möchte, ist hier sicherlich gut aufgehoben und bekommt einen guten Überblick. Aber ich denke, dass diese Graphic Novel auch sehr interessant sein könnte für diejenigen, die Kahlos Biografie bereits kennen. Es ist zumindest sehr schön anzusehen und ein Blick ins Buch lohnt sich zumindest. Ich fand es wunderschön. Das nächste Buch fasse ich ganz kurz, denn ich hatte bereits im Video zum diesjährigen Weltfrauentag darüber gesprochen. Und zwar Betty Friedan's The Problem That Has No Name. Dieses kleine Büchlein beinhaltet 2 Textauszüge aus Friedans Buch The Feminine Mystique. Zu Deutsch heißt es Der Weiblichkeitswahn. Und dank einer Zuschauerin, die mir das per E-Mail mitteilte, weiß ich mittlerweile auch und kann es euch auch mitteilen, dass dieses Buch auf Deutsch auch lieferbar ist. Ich war mir nicht sicher, es kann wohl 1 bis 2 Wochen dauern, aber man kann es bestellen. Vielen Dank, Daniela, an dieser Stelle nochmal. In diesem Büchlein, wie gesagt, 2 Textauszüge. Im ersten Text beschreibt Betty Friedan, wie das Leben der Frauen in den 50er Jahren aussah und wie unzufrieden sie mit ihrer ihnen zugeschriebenen Rolle als Hausfrauen und Mütter waren und welche Auswirkungen diese Unzufriedenheit und diese Leere auf ihre komplette Lebensqualität hatte, bis sie sich trauten, dieses Problem anzusprechen. Und Friedan geht auch darauf ein, wie die Öffentlichkeit auf dieses Problem reagierte. Im zweiten Text schreibt sie über Lucy Stone, eine Frauenrechtlerin Mitte des 19. Jahrhunderts. Ich fand dieses Büchlein, diese 2 Texte super, super interessant und kann es jedem empfehlen, der sich ebenfalls für dieses Thema interessiert. Falls ihr über dieses und auch das Folgende, was ich jetzt in diesem Zuge erwähnen werde, mehr erfahren möchtet, verlinke ich euch natürlich das andere Video, in dem ich über beide Bücher spreche, unten in der Infobox. Das zweite ist nämlich Liebe Ijeawele von Chimamanda Ngozi Adichie. Dieses Büchlein beinhaltet einen Brief, den Chimamanda an eine Freundin, eine frisch gebackene Mutter, schreibt. Ihre Freundin wollte nämlich von Chimamanda wissen, wie sie ihre Tochter zu einer selbstbestimmten Frau erziehen kann. In diesem Buch schreibt Chimamanda also Vorschläge. Ich betone Vorschläge, denn dieses Buch ist alles andere als belehrend. Und es geht hier nicht nur um Erziehung. Es beinhaltet noch ganz viele andere Aspekte und gerade deswegen auch. Es ist nicht nur ein Buch für Mütter oder Frauen, sondern genauso sehr auch für Männer und Jugendliche und überhaupt alle, die sich für die Gleichstellung interessieren. Als nächstes habe ich gelesen Auf immer verbunden von Domenico Starnone. Es geht hier um Aldo und Wanda. Die 2 sind verheiratet und haben 2 Kinder. Sie stecken fest in ihrer Monotonie, in ihrem Alltag, ihrer Routine. Die Ehe läuft nicht so gut. Aldo verliebt sich dann in eine jüngere Frau, beginnt eine Affäre mit ihr und zieht aus. Die Trennung tut ihm anfangs gut. Wanda ist natürlich fertig. Verzweiflung, Selbstzweifel, Hass, das alles kommt in ihr hoch und zerfrisst sie. Und Wanda behält das auch nicht nur für sich. Später kehrt Aldo dann wieder zu seiner Familie zurück, allerdings nicht, weil er es unbedingt wollte. Diese Rückkehr ist aber keine echte Rückkehr und vor allen Dingen ist es auch
nicht der erste Schritt zur Versöhnung oder Vergebung. Der Bruch, der Kampf der Eheleute dauert immer noch an. Heimlich, aber genauso sehr auch offensichtlich, schmerzhaft und zermürbend für alle. Es ist aber nicht nur der Wunsch nach Vergeltung. Das Ganze ist noch so viel umfassender und sehr, sehr viel komplexer. Und deswegen gefiel mir dieses Buch so gut, obwohl die Geschichte selbst eigentlich nicht unbedingt neu ist. Stallone dringt tief ein und dringt dann noch tiefer und noch tiefer. Und nichts wird in diesem Buch banalisiert. Ganz im Gegenteil. Und das fand ich einfach richtig gut. Es ist in drei Teile eingeteilt. Im ersten Teil erfahren wir lesen wir aus der Perspektive von Wanda, und wie man sich vorstellen kann, ist das auch ziemlich wuchtig. Im zweiten Teil lesen wir aus der Perspektive von Aldo, und im dritten Teil lesen wir die Blickwinkel der zwei mittlerweile erwachsenen Kinder. Und dieser Teil war, finde ich, auch wirklich der perfekte Abschluss für dieses Buch. Wir erfahren hier also die Sicht aller vier Figuren, und es ist sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich alle verschiedene Sachen einschätzen. Sei es die Vergangenheit, sei es die Gegenwart, sei es sich selbst, die anderen Familienmitglieder, die ganze Situation und auch die Familie und das Leben allgemein. Das fand ich wirklich richtig spannend und sehr glaubhaft. Das ist zwar ein sehr schmales Buch, aber sehr stark, sehr interessant und eindringlich. Mir gefiel es wirklich sehr, sehr gut und ich kann es empfehlen. Über das nächste Buch werde ich auch nur ganz kurz sprechen, denn auch darüber habe ich schon in einem anderen Video ausführlicher gesprochen. Zwei Schwestern von Dorothy Baker. Es geht hier um Zwillingsschwestern, die sich ganz unterschiedlich entwickelt haben. Die eine Schwester, Cassie, kann und will sich nicht von ihrer Schwester und der Einheit, die sie seit ihrer Kindheit gebildet haben, lösen. Die andere Schwester, Judith, hat sich schon von Cassie abgenabelt und wird zudem auch bald heiraten. Das ist für Cassie nicht nur furchtbar, sondern das Ganze wird auch noch schwerwiegende Folgen haben, denn man merkt auch schon ziemlich schnell, dass mit Cassie irgendetwas nicht so ganz stimmt. Ich fand dieses Buch richtig, richtig gut, interessant. Ich fand die Charaktere wunderbar ausgearbeitet, aber falls es euch interessiert, könnt ihr gerne noch mehr über dieses Buch erfahren im Video über Geschwister und Geschwisterbeziehungen, was ich euch selbstverständlich verlinken werde. Das nächste Buch, das ich gelesen hatte, war von Celeste Ng. Nachdem mir Ngs Debütroman, was ich euch nicht erzählte, so gut gefiel, wollte ich ihren zweiten Roman unbedingt lesen und habe mich riesig gefreut, dass ich vorab so ein Romanuskript vom Verlag bekommen habe. Es heißt übrigens Kleine Feuer überall. Es spielt Mitte der 90er Jahre in Ohio, besser gesagt in Shaker Heights. Shaker Heights ist ein Vorort, wo gutgestellte Familien leben. Alles dort ist geregelt und strukturiert. Ästhetisch ist alles aufeinander abgestimmt und auch das Leben und das Verhalten der Bewohner sorgen für eine vermeintliche Idylle. Dort also leben die Richardsons. Elena arbeitet für eine Lokalzeitung, ihr Mann ist Anwalt. Sie haben vier Kinder. Nur die jüngste Tochter mit ihrer leuchtrebellischen Art macht Elena ein bisschen Sorge. Ihre freistehende Wohnung in der Nähe vermieten sie an Mia und ihre Tochter. Mia ist Künstlerin, eine Fotografin und alleinerziehend. Um Mia auch finanziell ein bisschen zu unterstützen, bietet Elena ihr die Möglichkeit für ein Nebeneinkommen. Mia kümmert sich um den Haushalt der Richardsons. Und dabei kommen nicht nur Elena und Mia, sondern auch Mias Tochter und die Richardson-Kinder in näheren Kontakt. Anfangs läuft alles sehr gut, doch dann kommen nach und nach Geheimnisse aus der Vergangenheit zum Vorschein und plötzlich ändert sich so einiges. Und das Ganze wird letzten Endes auch Folgen für alle Beteiligten haben. In diesem Buch geht es hauptsächlich um Mutter-Tochter-Beziehungen, um die Beziehung von Müttern zu ihren Töchtern. Ebenso geht es hier aber auch um Mutterrollen, die die Töchter sich selbst suchen. Es sind also verschiedene Sichtweisen und Konstellationen. Daneben geht es hier auch um gesellschaftliche und finanzielle Unterschiede und die Konflikte, die daraus resultieren. Diese Themen, die ich gerade erwähnt habe, werden durch eine weitere Angelegenheit in Shaker Heights behandelt und damit eben auch zusätzlich verdeutlicht. Celeste Ng hat das Buch wieder wunderschön geschrieben. Ich fand die Themen sehr interessant. Ich konnte wieder eintauchen in dieser Geschichte.
Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr gerne gelesen. Ich kann es auch empfehlen. Aber ihr Debütroman gefiel mir trotzdem besser. Ich hatte den Eindruck, dass die Charaktere in ihrem Debütroman noch besser dargestellt waren. Und vielleicht entstand dieser Eindruck bei mir auch dadurch, dass die Bücher etwas ähnlich waren von ihrem Aufbau. Der erste Satz in beiden Büchern ist schon ein Höhepunkt. Von dieser Pointe wird dann die ganze Geschichte aufgerollt und beleuchtet. Es geht um Familien, es geht um Geheimnisse. Inhaltlich sind die beiden Bücher nicht miteinander zu vergleichen und beide sehr lesenswert und beide habe ich wirklich genossen. Ich würde mir nur wünschen, dass Celeste Ng bei ihrem dritten Roman etwas mehr wagt und etwas, ja, sich traut, etwas Neues zu machen. Das wäre sehr, sehr schön. Aber, wie gesagt, sehr lesenswert. Das nächste Buch war ein Klassiker und zwar Die Dame mit Hündchen von Anton Tschechow. Dieses Buch ist erstmals 1899 erschienen. Wir begegnen hier Gurow, ein Bankangestellter aus Moskau, der gerade einige Zeit in Jalta verbringt und zwar ohne seine Familie. Gurow ist ein Mann, der gerne mal kurze, flüchtige Affären hat und das auch regelmäßig. Er scheint auch ein ziemlich gewöhnlicher und auch etwas langweiliger Mann zu sein, der sich selbst aber auch schnell langweilt. In Jalta lernt er Anna, das ist die Dame mit dem Hündchen, kennen. Anna ist auch gerade alleine dort, ohne ihren Mann. Die zwei beginnen eine Affäre. Es ist ganz offensichtlich, dass es Annas erster Seitensprung ist. Gurows zwar nicht, aber im Gegensatz zu seinen anderen Affären kann er Anna einfach nicht vergessen. Die geheime Liebschaft wird unterbrochen, als Anna frühzeitig zu ihrem erkrankten Mann zurückkehren muss, aber es wird nicht das letzte Treffen der beiden gewesen sein. Am Ende kann jeder Leser selbst herausfinden, wie es mit den beiden weiter oder ausgeht, denn so ganz eindeutig ist es nicht. Es ist eine Geschichte über die Liebe, Ehebruch, doppelten sogar Affären, nichts Neues in dem Sinne, aber dieses Buch hatte trotzdem absolut seinen Reiz für mich und zwar durch all das Unausgesprochene und die Andeutungen, die Tschechow hier einfließen lässt, sei es in Bezug auf die Figuren, sei es in Bezug auf ihre Beziehung zueinander und vor allen Dingen auch fand ich es ganz spannend herauszufinden, was die beiden Liebenden ineinander finden, sehen oder eben auch zu finden, meinen. Ich habe sehr gerne gelesen. Es geht ja auch sehr schnell, es ist sehr schmal. Es ist nicht mein Lieblingsklassiker. Ich kann es aber trotzdem auf jeden Fall empfehlen. In dieser Inselbüchereiausgabe wurde das Ganze illustriert von Hans Draxler. Die Zeichnung fand ich auch sehr ansprechend und vor allen Dingen sehr passend zur Geschichte. Es ging weiter mit Quality Land von Mark-Uwe Kling. Eine lustige Satire, Dystopie und gar nicht so realitätsfern, erschreckenderweise. Das Ganze spielt also in der Zukunft in Quality Land. Wie sieht es dort aus? Die Welt dort ist technisch sehr viel weiterentwickelt, beängstigend fortschrittlich. Jeder Mensch ist durchsichtig, gläsern, was an den Plattformen, an den Geräten und Maschinen liegt, auf die die Gesellschaft mittlerweile aufgebaut ist. Jeder Mensch unterliegt Ratings und Rankings und der Algorithmus regelt alles. Der Mensch selbst muss sich um sein eigenes Leben eigentlich kaum noch kümmern. So weiß der Algorithmus beispielsweise, wer was braucht oder gerne hätte und so schickt der große Versandhandel The Shop per sprechender Drohne dann die Waren auch unaufgefordert, unbestellt an die Menschen. Darüber hinaus gibt es beispielsweise auch Quality Partner. Quality Partner entscheidet, wann ich, wie lange, warum mit jemandem zusammen bin und wann es besser ist, Schluss zu machen und so weiter. Und es gibt generell Robotermaschinen und Androiden für alles. Nicht nur Haushaltsgeräte, sondern es gibt Androiden beispielsweise auch, die als Schriftsteller arbeiten. Es gibt selbstfahrende Autos und so weiter und so fort. Also so sieht es dort aus. Und warum das Ganze? Weil Maschinen keine Fehler machen. Und wenn doch, dann landen sie in der Schrottpresse. Das heißt, bei unserem Protagonisten Peter, der als Maschinenschrotter arbeitet und auch sehr wenig zu tun hat. Peter ist allerdings noch sehr menschlich, auch mit den Maschinen, die ihm gebracht werden. Denn statt sie zu verschrotten und umzubringen, versteckt er sie. Ich habe extra
umbringen gesagt, denn es ist doch sehr auffällig, dass in Quality Land die Maschinen, Drohnen, Roboter, Androiden und so sehr viel menschlicher sind als die Menschen selbst, was nicht nur daran liegt, dass sie sprechen können und Namen haben, sondern weil sie wirklich Charakter besitzen. Die Menschen hingegen werden immer leerer und sind sehr eingeschränkt und einfach unmenschlich, bis auf Peter. Wir folgen in diesem Buch also einerseits Peter und seiner Crew aus ausgedienten Maschinen. Peter bekommt etwas von The Shop geschickt, von dem der Algorithmus meinte, dass er es unbedingt bräuchte. Peter hingegen ist entsetzt über den Gegenstand und möchte es zurückschicken, was allerdings, wie wir dann feststellen, nicht nur sehr kompliziert ist, sondern auch überhaupt gar nicht gerne gesehen. Peter gibt aber nicht klein bei und ist bereit, so lange zu kämpfen, bis er diesen Gegenstand endlich zurückgeben kann. Gleichzeitig finden in Quality Land gerade Präsidentschaftswahlen statt und es ist das erste Mal in der Geschichte, dass ein Androide gegen einen Menschen antritt. Und auch das ist sehr spannend zu verfolgen. Kling führt uns in diesem Buch also eine Zukunftsvision vor Augen, die gar nicht so unrealistisch ist. Er kritisiert hier die Digitalisierung, die Datenspeicherung, die neuen Medien, das Internet und alles, was damit einhergeht. Vor allen Dingen aber die zunehmend freiwillige Abhängigkeit der Menschen von alledem. Er spart dabei, wie erwähnt, die Politik und auch die Wirtschaft nicht aus. Es ist eine bittere Aussicht. Aber wie man es auch von den Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling kennt, baut er hier sehr, sehr viele lustige Szenen mit ein. Es ist immer eine Sache mit Humor, klar, keine Frage. Ich fand sehr vieles richtig lustig, obwohl es gleichzeitig auch sehr erschreckend war. Also es war eine Mischung aus Belustigung und Unwohlsein. Manche Witze fand ich stellenweise aber auch ein bisschen platt. Aber wie gesagt, es ist einfach so mit Humor. Ich habe es auf jeden Fall unfassbar gerne gelesen. Es ist ein Buch, das einen auf jeden Fall auch nachdenklich stimmt. Ich fand es zumindest sehr gut. Danach habe ich noch eine Graphic Novel gelesen, und zwar Otto von Marc-Antoine Mathieu. Ich hätte nie gedacht, dass eine Graphic Novel so viel Tiefgang haben kann und so philosophisch ist. Ich habe echt nicht damit gerechnet, aber umso schöner. Es geht hier um Otto, einen Performance-Künstler. Nach dem Tod seiner Eltern erbt er eine Truhe. Diese Truhe beinhaltet Aufzeichnungen seiner ersten 7 Lebensjahre, bis ins kleinste Detail, wirklich jede Kleinigkeit. Natürlich hat Otto kaum noch Erinnerungen an diese Zeiten. Er fängt an, sich diese Aufzeichnungen anzusehen und taucht dabei so sehr in diese Beschäftigung ein, dass er seine Arbeit, seinen Alltag, alles vergisst. Das ist kein geplantes Vorhaben, sondern eine natürliche Entwicklung. Es ist ein Wendepunkt in Ottos Leben. Durch die Beschäftigung mit seiner Vergangenheit und seiner Identität verändern sich seine Wahrnehmungen, seine Sichtweisen und sein ganzes Verständnis. Je mehr er sich mit all diesen Sachen auseinandersetzt, umso mehr Sinnfragen und philosophische Fragen stellen sich ihm. Bei diesen Themen handelt es sich beispielsweise um, klar, die Erinnerungen und die Identität, das Selbstbild. Es geht aber auch um den eigenen Willen, die Freiheit. Auch die Zeit ist beispielsweise ein Thema und wie die Zeit kategorisiert wird von Menschen und dementsprechend auch wahrgenommen und so weiter und so fort. Also es ist eine Bandbreite und das gefiel mir so unfassbar gut. Nicht alles, was hier drin steht, ist absolut neu, ganz sicher nicht. Aber ich finde, es wurde alles richtig gut und sehr präzise vermittelt. Man muss sicherlich nicht mit allem übereinstimmen, was Otto hier für sich herausfindet. Nichtsdestotrotz regt es einfach unfassbar zum Nachdenken und auch zum Weiterdenken an. Und das hat mir ganz, ganz große Freude gemacht, muss ich sagen. Und es ist nicht umsonst eine Graphic Novel. Die Illustrationen sind in Schwarz-Weiß gehalten. Vor allen Dingen aber sind sie nicht nur eine Begleitung zum Text. Es lohnt sich wirklich, die Bilder aufmerksam zu betrachten, auch auf Details zu achten, denn sie sind wirklich durchdacht und verdeutlichen ihrerseits auch nochmal ganz bestimmte Dinge. Ich werde mich kurz fassen, ohne ins Schwärmen zu geraten. Wenn man sich also für diese Themen interessiert und sich gerne auch mit philosophischen Fragen beschäftigt, dann kann ich diese Graphic Novel wirklich nur ans Herz legen. Ich fand es großartig.
großartig mit unter einer meiner Lieblings-Graphic-Novels, das steht fest. Zum Abschluss noch Lauf, Vater, Lauf. Das ist ein Erzählband mit insgesamt 9 Kurzgeschichten der koreanischen Schriftstellerin Eran Kim. In fast allen Erzählungen begegnen wir schwierigen Vätern. Die Kinder, teilweise übrigens auch erwachsene Kinder, haben unter ihren Vätern zu leiden, sei es durch deren Abwesenheit oder durch Einengung, sei es durch die Gleichgültigkeit der Väter oder die mangelnde Unterstützung und so weiter. Die Väter ihrerseits allerdings haben auch ein Päckchen zu tragen und sind belastet. Daneben geht es in diesen Erzählungen auch oft um Einsamkeit und Anonymität. Dieses Buch hat mir aus verschiedenen Gründen sehr gut gefallen. Erstens, manche Gedanken, Vergleiche und Beschreibungen waren für mich sehr ungewöhnlich, sehr neu und ich fand es wirklich so schön. Zweitens hat die Schriftstellerin hier manchmal Surreales mit eingearbeitet. Meist waren es auch wirklich nur so Kleinigkeiten, aber sie hat es so gezielt eingesetzt und so gut in der Geschichte verpackt, dass es eine sehr große Wirkung auf mich hatte und ich fand es sehr, sehr ausdrucksstark, also dieses Surreale. Und zum Dritten, was manchmal bei einigen Erzählbänden ja passieren kann, gerade wenn sich die Themen auch durch die meisten Geschichten ziehen, dass es sehr eintönig und an der Zeit einfach sehr repetitiv wird. Das war hier überhaupt nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Obwohl manche Themen sich, wie gesagt, durchziehen, hatte ich den Eindruck, dass ich mit jeder Geschichte in ein ganz neues Leben, in eine ganz neue Welt eingedrungen bin. Die Geschichten sind melancholisch. Sie haben mich erreicht, sie haben mich bewegt, sie haben mich nachdenklich gemacht, aber sie haben mich nie niedergedrückt. Deswegen allein kann ich dieses Buch wirklich jedem empfehlen, der gerne Erzählbände liest oder sich für die koreanische Literatur interessiert. Oder auch für diejenigen sehr empfehlenswert, die sich an das eine, das andere oder beides heranwagen möchten. Fand ich ganz, ganz klasse. Und ja, das war's dann für den Lesemonat März. Ich bin natürlich wie immer gespannt, ob ihr einige dieser Bücher gelesen habt, ob ihr einige vorhabt zu lesen. Und dann wünsche ich euch wunderbare Lesestunden und sage bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.